Herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Video vom Doppelkampf-Turbo-Turnier. Ich suche schon mal direkt einen Gegner. Wir machen direkt weiter. Ich habe heute alle meine 5 Kämpfe in einem Rutsch durchgemacht, weil ich nicht wieder um 9 Uhr diese blöden japanischen Sets komme. Auch wenn ich gerade noch ein bisschen angepisst bin, dass mein Gegner... Oh, habe ich doch noch einen Kampf mehr gemacht oder hat er gezählt? Keine Ahnung. Irgendwie stehe ich gerade bei 27 Kämpfen. Weiß ich nicht, wir kämpfen auf jeden Fall wieder gegen Japan. Ich habe gerade nicht geguckt, was sein Rating ist. Ich habe gedacht, um die Uhrzeit, da spielen die nicht mehr. Wie spät ist es gerade in Japan? Die sind 8 Stunden. Komisch, dass ich so viele Japaner um 9 Uhr gefunden habe. Die Japaner sind doch 8 Stunden vor uns, ne? Das heißt, 9 Uhr plus 8. Und weil sind 5 Uhr. Warum spielen um 5 Uhr? Warum spielt in Japan um 5 Uhr noch Leute? Die sind komisch. Oh, und wir haben einen Scrafty. Ich hau eine Überflutung auf Scrafty und Mega-Entwicklung Donnerblitz auf das, wie auch immer das andere Vieh heißt. Ich hab den Namen vergessen. Pico Chillabell, irgendwie sowas. Ich hab keinen blassen Schimmer, wie es heißt. Ampharos geht hier mega. Warum sollte es auch nicht mega gehen? Überbrückung wirkt natürlich. Felswurf. Ampharos wehrt die Attacke ab, das ist schon mal super. Und sein Scrafty verliert jeglichen Stab. Donnerblitz von Ampharos. Er macht wahrscheinlich... das tötet sogar fast. Nein, Turmkick. Der macht relativ wenig. Mein Gott, hätte ich da mal Verteidigung benutzt. Ich wechsle, glaube ich, erstmal in Rotom aus. Und wenn du sowieso deinen Turmkick machst, ist mir eigentlich egal. Wenn er daneben geht, ist alles gut. Ich hätte es auch auswechseln, Schutzschild machen können. Hättest nochmal deinen Turmkick gemacht, hättest erstmal 50% Schaden genommen. Ah, vielleicht geht der Turmkick hier daneben. Kugelsaat. Oh, da habe ich super ausgewechselt. Nur weil das Chillabell sowieso fast tot ist und ich mir dann denke, ja, da kann ich lieber nochmal wechseln, falls ich noch irgendwas anderes brauche. Anstatt jetzt auf ein fast totes Pokémon Überflutung zu spammen. Aber dass ich ihm seinen Stab genommen habe, ist wirklich huge. Das ist super. Mal gucken, was hast du denn noch so dabei? Noch ein Cuchito. Bedroher macht mir jetzt nicht ganz so viel. Kann ich mit leben. Was für mich heißt Hitzekoller und Schutzschild. Hitzekoller und Schutzschild. Gegen seinen Flunkiefer. Ich wollte schon gerade sagen, habt ihr schon vom Mega-Flunkiefer gehört? Ach Moment, gibt's ja schon in dieser Generation. Mann, war das schlecht. Mann, war der schlecht. Hier kommt ein Mega-Flunkiefer. Mal gucken, mein Rotom sollte es eigentlich töten können. Schutzschild von Ampharos. Tiefschlag, ist aber fehlgeschlagen. Rotom setzt Hitzekoller ein. Auf seinen Flunkiefer. Tötet es sogar und bitte sag mir den Turmkick auf. Bitte sag mir den Turmkick auf Ampharos. Bitte. Nein, Knirscher. Schade. Das wäre super gewesen. Naja, jetzt können wir ja langsam losgehen. Und eine Doppel-Donnerblitz-Kombo. Auf das Irokex machen. Ein Donnerblitz. Der wird wahrscheinlich nicht töten, weil ich bei minus 2 bin. Aber ich krieg die Paralyse, die jetzt auch keinen großen Unterschied mehr macht. Er hat eine Weakness Policy? Er hat eine Weakness Policy, interesting. Turmkick. Und er trifft natürlich, das wird jetzt töten. Aber stört mich jetzt nicht ganz so sehr. Oh, und Hochmut. Aber ich habe meinen Choice Scarf Lanturn und ich bin sowieso schneller. Ich bin zweimal schneller. Und Ladungsstoß. Donnerblitz und Ladungsstoß. Go! Ladungsstoß.
weil ich sowieso schneller bin. Haut hier noch richtig rein. Ich habe Rotom ein bisschen Schaden zugefügt. Rotom isst seine Beere. Und hier kommt jetzt der Donnerblitz. Und das war's dann auch mit Irokex. Schönes Spiel. Und dann haben wir jetzt noch ein letztes Match. Und dann ist dieses Turnier vorbei. Ich muss sagen, es hat mir an sich sehr gefallen, das mit dem, man sieht die gegnerischen Pokémon nicht, ist vor allem bei einem 3 gegen 3 echt mies. Muss ich wirklich sagen. Aber ich hoffe, ich habe jetzt noch ein letztes Match und Nintendo will mich da nicht... Warum drücke ich jetzt auf Speichern? Ich habe das hier doch gerade live aufgenommen. Warum drücke ich da auf Speichern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Ja, ich hoffe echt, Nintendo bringt mich da nicht auch noch um den letzten Kampf. Nein, ich kriege noch einen letzten Kampf. Das heißt, es wird trotzdem 29 von 30 Kämpfen stehen. Ich werde es natürlich dann das letzte Mal noch testen, ob die mir vielleicht doch noch den letzten Kampf gönnen. Am letzten Tag oder halt nicht. Wir haben 16 Siege, 12 Niederlagen. Das heißt, ich habe mehr gesiegt als Niederlagen. Und da kann ich jetzt noch, selbst wenn ich jetzt noch einen zweiten Kampf kriege, wenn ich dann nochmal verliere, wir kämpfen gegen Dana aus Florida, USA. Und nee. Ich weiß, euch nervt es vielleicht, dass ich ständig diese Combo bringe. Aber die ist relativ gut. Also die ergänzen sich alle relativ gut. Ist natürlich bloß das Problem mit Trikefalo und sowas. Aber ich kann das ja nicht voraussehen, ist das Problem. Ich könnte Mamutel bringen, aber... Ich mag Ampharos einfach zu sehr, als dass ich sie jetzt am Ende nicht benutzen will. Und im Grunde hätte ich das wirklich vorher gewusst. Okay, Klefki und Dragoran. Klefki und Dragoran. Okay. Da, weißt du was? Eisstrahl und Schutzschild. Du musst nicht sehen, dass ich... Oh, er setzt auch Schutzschild ein. Was hat er vor? Safeguard? Bodyguard. Bodyguard schützt vor Crits, oder? Na, ich weiß nicht, wenn ich einen sehr effektiven... ich mega entwickle mal lieber nicht, selbst wenn ich dann keinen Step kriege, weil ich weiß echt nicht... Oh, Angeberei, oh. Schützt Bodyguard auch davor? Okay. Okay, Bodyguard schützt auch davor. Und ich pop noch seine Weakness Policy. Autsch. Drachenklaue. Komm, Ampharos, überlebst du? Das überlebst du nicht. Wen wundert's? Ganz ehrlich, wen wundert's? Dass Ampharos das nicht überlebt, das ist ja echt eine Überraschung. Nein, wirklich. Und Hitzekoller auf Klefki. Warum Ampharos wohl nur eine plus 4 Drachenklaue nicht überlebt? Von einem Dragoran? Nein. Dragoran setzt Schutzschild ein. Jetzt swaggert er irgendwas von mir. Angeberei auf Landturm. Das heißt, ich muss gleich durch die Verwirrung durchkommen. Ich werde hier durch Hex besiegt. Ich sag's euch, ich werde durch Hex besiegt. Naja, wenigstens schlage ich mich jetzt schon mal. Hitzekoller von Rotom trifft. Bitte sag mir, dass das scheiß Klefki tot ist. Danke. Wenigstens etwas. Auch wenn, na gut, wenn er Extreme Speed hätte, dann hätte er es wahrscheinlich schon früher benutzt, oder? Oder? Dann hätte wahrscheinlich Extreme Speed. Und da kommt Conkeldo. Yay! Okay, komm, Eisstrahl und Ladungsstoß. Eisstrahl und Ladungsstoß. Wenn er Extreme Speed hat, er wird Mark Punch. Oh nein, er hat keinen Extreme Speed. Schlag dich nicht selbst. Ich hab verloren. Ich sage nichts mehr zu. Ich hab verloren. Einfach so. Wegen Hex. Wegen Hex habe ich verloren. Wow. Landturm. Du überlebst das.
Oh, meine einzige Möglichkeit ist jetzt, er wird wahrscheinlich wieder Schutzschild machen. Nur um mich zu nutzen. Nein, er macht Tempo-Heap sowieso. Ich wollte gerade sagen, er wird Schutzschild machen. Dann hätte ich einfach das Conquerdo angreifen können, auch den Freeze hoffen. Dann das Dragoran töten, damit vielleicht noch gewinnen. Ach, ja. Dragoran wäre tot gewesen. Ich gucke jetzt mal noch, ob ich noch einen dritten Kampf kriege. Oder ob mich Nintendo wirklich um meinen 30. Kampf betrügt. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann war's halt. Dann war's das halt. Nein, ich habe all meine Kämpfe bestritten. Das war damit das letzte Video zum Doppelkampf-Turbo-Turnier. Ich hoffe, euch hat die ganze Serie gefallen. Wie gesagt, ich habe gerade mal ein Video davon veröffentlicht, deswegen weiß ich das noch nicht. Ich weiß, die Videos sind meistens mal recht kurz geworden, aber ich habe ja dann noch hoffentlich versucht, immer so hin und her dann noch ein paar andere Videos reinzustecken. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt bitte auf Gefällt mir und schaltet auch hoffentlich das nächste Mal wieder ein. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei anderen Videos. Bis dann!